So, meine Damen und Herren, jetzt kommen wir zu einem Mann, der auch lange Jahre immer wieder bei uns Gast war und heute wieder ist. Er ist mit seinem neuen Programm auf Tour und daraus möchte er Ihnen jetzt was vorstellen, meine Damen und Herren. Bitte begrüßen Sie Michael Mittermeier. Dankeschön! Ja, auch ich muss sagen, nächste Woche ist vorbei, verstehst du? Dann ist unser Fernsehkondom weg. Also, ne, ja, was machen wir denn ohne TV Total? Ungeschützter Fernsehverkehr. Wer schützt uns jetzt vor diesen ganzen Wahnsinnigen, diesen Versprechern, die Lügen, Lügenfernsehen, überall? Ich schalte allen, Frauentausch. Schon der Titel ist gelogen. Da siehst du immer zwei Frauen, für die du nicht mal einen Kasten Bier eintauschen würdest. Entschuldigung! Ja, gut, vielleicht in der Zukunft, wir schauen gar kein Fernsehen mehr. Nein, machen nur noch Selfies von uns. Oder? Alle schauen sich selber an. Ist das das Gefühl? Ich krieg das, die Dimensionen kriege ich irgendwie nicht mehr so. Pass auf, das ist eine wahre Geschichte. Ich war in Wien, eine Gruppe Mädels, waren so 8, 9 Mädels, die haben versucht, ein Selfie von sich zu machen. Also eine hat so 8, 9 Leute. Das ist wirklich schwierig. Und weißt du, wenn Gott gewollt hätte, dass wir Selfies machen, wären wir Gibbonaffen geworden und hätten längere Arme bekommen. Güte. So, aber ich, Kavalier alter Schule, bin hingegangen. Hallo Mädels. Soll ich denn, ich habe jetzt seit einiger Zeit beobachtet. Bist du pervers, Alter? Nein. Könnt eure Mutter poppen, habe ich nicht gesagt. Nein, ich habe gesagt, hallo, ich habe euch zugeguckt und soll ich denn von euch ein Foto machen? Und dann schaut mich eine von denen an, so, dann ist ja kein Selfie mehr. Dann dachte ich, jetzt komme ich mit dem Totschlagargument. Aber dafür werdet ihr dann alle drauf auf dem Bild. Das geht's nicht, bist du einsam, Opfer? Ohne Scheiß. Nächstes Mal gehe ich hin, schenke ihnen einen Selfie-Stick. Wahrscheinlich hauen sie sich, deswegen sind die verboten übrigens. Wisst ihr, in Disneyland Paris sind Selfie-Sticks verboten. Ja, wegen Verletzungsgefahr. Die Eltern, weil die, oh Arschlochkind, du Victor. Und ich meine, Selfie-Sticks, mittlerweile sind die ausgereift. Die ersten Selfie-Sticks waren ja, waren ein bisschen schwierig. Ne? Die sind dann ausgefahren und dann war das Handy so einen Meter weg und dann so, kannst du mir bitte kommen und da vorne auf das Handy drücken? Ja, die haben noch keinen Bluetooth-Selbstauslöser gehabt. Ist auch das schönste Wort für Wichser, was ich je gehört habe, Selbstauslöser. Aber pass auf, ich glaube ja, dass sich die Selfie-Kultur selbst vernichtet. Ja, die Sterblichkeitsrate, die Selfie-Sterblichkeitsrate steigt wöchentlich. Sterben immer mehr beim Versuch, ein Selfie zu machen. Und ich meine, überleg mal, da sitzt ein Typ auf einer Eisenbahnbrücke, der lehnt sich, keine Ahnung, 10 Meter hoch. Der lehnt sich so zurück, 45 Grad. Links, Handy, macht ein Foto mit der rechten Hand, hält er sich nicht fest. Nein, er winkt sich dabei. Das ist ein super System für ein letztes Foto im Leben. Ha? Hashtag Selfie-Mord. Ich meine, Entschuldigung. Der große Trend zum Beispiel, ja, das ist moderner Darwinismus, Freunde, oder? Ha? Die ganzen Vollidioten, die sich selber aus dieser Welt raus fotografieren. Hallo, Zug-Selfie. Habt ihr das gehört, was ein Zug-Selfie ist? Du stellst dich auf ein Gleis und von der Richtung, von euch da, kommt der Zug. So, du setzt dich dahin, hältst dein Handy hoch. Aber erst, wenn der Zug und dein Gesicht zeitgleich im Display erscheinen, darfst du das Foto machen. Oh, scheiße, noch ein Safety. Hallo? Muss man alles erklären, was man nicht machen muss? Früher hat es auch nicht geheißen, fass nicht in die Kreissäge, sonst sparst du dir das Nagelstudio. Nein, hallo. Muss man überall was hinstellen. Pass auf, im Yellowstone-Nationalpark, das ist wirklich wahr, da steht ein Schild, da steht drauf, bitte keine Selfies machen mit wilden Tieren. Das heißt, es muss mindestens einen gegeben haben, der gesagt hat, oh, ein Grizzlybär. Gut, bei den Amis, da steht ja überall was drauf. Wisst ihr, auf den Produkten, so Warnhinweise, weil wenn einer, oh, ich habe mich verbrüht, 1 Million Dollar von McDonald's, war stand nicht drauf, das ist heiß. Aber mein Favorite, mein absoluter Favorite, ich war an Halloween jetzt in Amerika, auf Superman-Kostümen steht immer folgender Warnhinweis. Vorsicht,
Mit diesem Kostüm kann man nicht fliegen. Das heißt, es muss mindestens einen gegeben haben, der auf irgendeiner Halloween-Party gesagt hat, hey, vierter Stock, wunderbar, die GoPro auf die Stirn gepappt und dann Flugselfie. Und dann fragt man sich natürlich, wo führt das alles hin? Man kann ja nicht überall was draufschreiben. Wo ist die Grenze? Die Grenze ist Coca-Cola. Ja, Coca-Cola ist die Grenze. Eine wahre Geschichte auch. Da hat sich ein Typ in Amerika eine Coca-Cola-Flasche, also so eine Glasflasche mit den Rillen, kennt ihr so, hat sie genommen und hat sie sich in den Hintern gesteckt. Und zwar komplett voll rein, wirklich bis zum Anschlag. Keine Ahnung, vielleicht hat er Durst gehabt. Auf alle Fälle, die Flasche war weg. Und er so, die kriege ich nicht mehr raus, was mache ich jetzt? Na, ist er zum Krankenhaus, in die Notaufnahme. Gut, geradelt wird er nicht sein. Keine Ahnung, stand er dann so, hallo Schwester, ich brauche unbedingt einen Arzt. Ja, nehmen Sie mal da hinten Platz. Nein, ich stehe lieber. Und dann haben sie dem, ist kein Scheiß, dann haben sie dem unter Narkose die Flasche entfernt. Keine Ahnung. Wahrscheinlich war das das Geräusch in dem Moment. Nein, pass auf. Wirklich, sie haben ihm, ich weiß aber auch nicht, ob sie die Flasche danach entsorgt haben. Das ist auch schwierig zu entscheiden. Weiß oder Braunglas ist ja auch ganz schwer. So. Auf alle Fälle, der Typ, nennen wir ihn mal den Cola-Arsch, hat danach Coca-Cola Company verklagt, weil auf der Flasche kein Warnhinweis drauf stand. Was hätte auf der Flasche draufstehen müssen? Hä? Bitte nicht bis zum Zapferl einführen, weil sonst weg. Hallo? Eigentlich, und das sag ich, auf solchen Menschen bräuchten wir Warnhinweise. Wir müssten auf alle Vollidioten Warnhinweise schreiben, oder? Auf Donald Trump auf die Stirn. Vorsicht, kann Spuren von Vollnuss enthalten. Solche Dinge. Und schade, dass uns Stefan jetzt nicht mehr schützt vor diesen Menschen. Aber ich bin unterwegs für die wilde Seite der Macht. Servus. Dankeschön. Michael Mittermeier.